Hey Leute, willkommen zu dieser Videoreihe, in der ich euch die wichtigsten Bosse in ReRising erkläre und euch Bild und Strategie gebe, um diese zu meistern. Heute geht es um Tristan. Tristan ist ein Boss, den man benötigt, um verbesserte Blutessenzen einfacher herstellen zu können. Man kommt relativ früh im Spiel an den Punkt, wo man dies schon gerne tun würde, aber Tristan noch ein etwas zu hohes Level hat. Ich würde euch aber zeigen, wie ihr ihn schon etwas früher besiegen könnt. Tristan selbst ist Level 46, ich werde hier in diesem Video Level 41 sein. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass das Ganze, wenn ihr die Ausrüstung und die Fähigkeiten schon früher habt, was ihr haben solltet, dann könnt ihr das Ganze auch noch früher angehen. Ich benutze hier die Eisensense, die normale, und zwar hauptsächlich, weil wir ihn mit der Q-Fähigkeit etwas auf Distanz halten wollen, das seht ihr auch gleich, und mit der E-Fähigkeit auf Distanz ihm Schaden machen wollen. Dann benutzen wir den Chaos-Dodge, da man einfach mit den zwei Dodges besser aus seiner AOE später rauskommt. Wir benutzen die Chaos-Salve, weil das einfach meiner Meinung nach immer noch einer der besten Damage-Skills ist. Ich benutze ihn tatsächlich immer noch. Und dann auf unserer C-Fähigkeit haben wir den Block. Hier kann man alternativ, was auch eine sehr gute Option ist, auch das Chaos-Schild benutzen, da Tristan mit seiner Armbrust öfter euch feuert und ihr diesen Schuss auch einfach dann zurückschicken könnt. Als Lead-Skill benutzen wir den Stun, einfach um ihm einmal damit Damage machen zu können. Das ist so früh im Spiel eigentlich auch der einzige Lead-Skill, den ihr habt, deswegen haben wir den auch dabei. So, die Nacht beginnt jetzt hier und dann starten wir auch jetzt gleich direkt den Fight. Erstmal machen wir noch kurz hier die Wölfe platt, bevor wir Tristan pullen. Wir brauchen ja nicht noch viele Ads, die uns behindern. Genau. So, einmal verbeugen, wie es sich gehört, und dann direkt ihm die Chaos-Salve geben. Und Tristan hat auch zwei Phasen. In seiner ersten Phase macht er einmal diesen Schlag hier mit dem Schwert. Wie ihr gerade schon sehen konntet, man kann es sehr einfach mit der Q-Fähigkeit kann man ihn wegstoßen und sein Schlag wird euch nicht erreichen. Deswegen hat einmal das, wo das Schwert sich blau färbt und dann nach vorne haut, und einmal, wo es sich orange färbt und auf den Boden haut. Da könnt ihr dasselbe machen, ihr könnt ihn auch wegschlagen oder so wie ich es gerade gemacht habe, einfach nach hinten dutschen. Genau. Und dann im Effekt, was wir machen wollen hier, ist, wir wollen ihn kiten. Das bedeutet, Tristan ist nämlich ein Boss, der patrouilliert. Das bedeutet, ihr könnt ihn auch relativ weit pullen. Wir wollen ihn sowieso von der Straße etwas weghaben, da natürlich auch Ads und so weiter die Straße patrouillieren, was das Ganze schwieriger macht. Deswegen probieren wir ihn hier in die Felder zu locken. Und das Einzige, was euch hier einfach... Ihr wollt halt hauptsächlich mit der Chaos-Salve und eurer E-Fähigkeit von der Sense ihm auf Distanz Schaden machen. Und wenn er... Er hat nur ein Skill, mit dem er eigentlich auch nicht rankommt. Das ist einmal dieser Dodge, den er hat, und einmal dieser Jump, den ihr schon ein paar Mal gesehen habt. Da war er gerade wieder. Und bei diesem Jump müsst ihr darauf achten, er trifft euch nicht, wenn ihr einfach zur Seite lauft. Ihr möchtet hier möglichst nicht euren Dodge verwenden, besonders in der zweiten Phase, die jetzt anfängt, da ihr den für diese AOEs hier, die ihr sehen könnt, braucht. Das bedeutet, wenn er den Jump macht, es reicht, wenn ihr zur Seite lauft. Deswegen immer schön nach links und rechts steppen, dann kann euch der Jump eigentlich nicht treffen. So, hier stehe ich jetzt direkt vor ihm, das hätte mich eigentlich treffen müssen, war ich ein bisschen lucky. Genau. Und das Gefährliche in der zweiten Phase sind wirklich diese Feuer-AOEs, die ihr manchmal sehr nervig über euren Kopf schmeißt, wofür wir halt den Chaos-Dodge dabei haben, damit, wenn wir sehen, dass er seinen Molotow nach oben wirft, dass wir dann so weit weg von ihm kommen können wie möglich. Da wirft er ihn wieder. Und wir gucken, dass wir rauskommen. Da hatte ich gerade noch Cooldown, deswegen seht ihr schon, das war relativ knapp. Und dieser Feuerschaden ist im Endeffekt das, was euch echt super, super gefährlich ist. Also das macht euch super viel Schaden. Dann, wenn Tristan seine Armbrust rausholt, um damit auf euch zu schießen. Wenn ihr hier halt das Chaos-Schild dabei habt, könnt ihr diesen auch zurückschmeißen. Ansonsten reicht es einfach nach links oder rechts zu laufen. Dann trifft das Ganze euch nicht. Dann hier war wieder der Jump, einfach zur Seite. Hier habe ich mal wieder meinen Dodge benutzt, deswegen habe ich jetzt ein bisschen Glück gehabt, dass der AOE halt nicht direkt über mich gelandet ist. Ich spiele das Ganze hier definitiv nicht perfekt, aber ihr seht schon, er hat nicht so viele Möglichkeiten, euch Damage zu machen. Wenn ihr euch einfach bewegt in einem etwas größeren offenen Areal und ihm dann aus Distanz mit der Chaos-Salve und der Sense Schaden macht. Natürlich dauert das Ganze ein bisschen, aber... Er hat da wirklich nicht viel, was er machen kann, solange ihr den Dodge ready habt, wenn er seinen Molotow auf euch wirft. So, hier wirft er ihn wieder. Ich habe ein bisschen spät reagiert. Und ihr seht ja schon, der Feuerschaden tickt mich ordentlich runter. Deswegen, das ist wirklich der Skill, auf den ihr am meisten achten müsst. Und ja, ansonsten ist der Fight hier relativ simpel. Ich gehe das Ganze jetzt am Ende ein bisschen safe an, weil ich nicht riskieren möchte, doch noch erwischt von ihm zu werden. Aber langsam, aber sicher geht er runter. Das sind eigentlich alle Skills, die er hat. Mit seiner Rolle kommt er halt auch öfter mal ran und seinem Schwertschlag. Aber da halt wirklich einfach ihn entweder mit der Q-Fähigkeit zurücknocken. Ja, hier hatte ich Angst, dass der Molotow mich trifft, aber hat er zum Glück nicht.
Genau, immer schön probieren. Es ist sehr nützlich, wenn er seine Armbrust rausholt, dass ihr dann eure E-Fähigkeit, die diese spinnende Sense auf ihn werft, weil er dann natürlich sehr stationär ist und das sehr viel Schaden macht. Generell gilt nur als Tipp, was sein Pathing angeht. Wenn er sein Feuer-AOE wirft, wird er immer versuchen, drumherum zu pathen. Das bedeutet, ihr könnt eure Sense immer schön in den Weg von ihm schmeißen und er wird dann durchlaufen. Ja, und das war der Kill. Da ist Tristan down. Und definitiv würde ich sagen, ein Boss, wenn man ihn richtig angeht, sehr, sehr easy. Sonst kann er auch tatsächlich ein bisschen tricky sein. Ich habe schon einige Leute im Chat gesehen, die nach Gruppen suchen. Und ja, wie gesagt, schaltet euch das Rezept frei für die verbesserten Blutessenzen, die wirklich sehr, sehr nice sind. Und ja, dann habe ich noch einen kleinen Extra-Tipp für alle, die es bis hierhin geschafft haben im Video. Wenn euch der Hut gefällt, den ich hier gerade trage, dann ist es vielleicht auch interessant, Tristan öfter zu töten. Denn dieser ist nämlich ein Rare Drop von ihm, den ich tatsächlich schon beim ersten Kill auf meinem Server bekommen habe. Allerdings habe ich ihn dann noch ein paar Mal öfter probiert und es ist echt, er droppt nicht jedes Mal, aber es gibt halt eine geringe Chance, dass er ihn für euch fallen lässt. Das nur so als Extra-Tipp. Damit möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Lasst mich gerne wissen, wie ihr das Video fandet. Ein bisschen Feedback hilft mir immer sehr. Und welcher Boss wird euch vielleicht als nächstes interessieren, den ich covern soll. Das war's für heute von mir und wir sehen uns im nächsten Video und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.